Willkommen, liebe Zuschauer. Donnerstagnachmittag. Wir blicken mal wieder auf die Devisenmärkte zusammen mit Frank Wiedemann von Flatex. Herr Wiedemann, gestern wurde ja die Zinsentscheidung der Fed veröffentlicht. Wie hat denn der US-Dollar darauf reagiert? Ja, in der ersten Reaktion ging es doch stärker nach oben. Also was war berichtet worden? Im Prinzip bleibt alles wie gehabt. Und man hat gesagt, dass die aktuelle Phase, in der sich momentan auch die US-Wirtschaft befindet, so eine Zwischenbodenbildung ist und dass es dann wieder weiter nach oben geht. Das haben die Marktakteure dann dazu aufgenommen, dass es auch weiterhin bei den 1 bis 2 Zinserhöhungen noch in diesem Jahr bleibt. Wenn man uns den US-Dollar-Index anguckt, dann sehen wir auch die Reaktion direkt nach der Entscheidung, ging es dann nach oben. Zwischenzeitlich waren wir, oder tief vor der Entscheidung waren wir etwa auf einem Niveau von 98,80 und dann ging es hoch auf in der Spitze 99,30. Heute war das Ganze dann wieder ein bisschen verpufft. Sieht man auch hier infolge auch eines doch relativ starken Euros, ging es dann heute so gegen 9 Uhr entsprechend wieder in die entgegengesetzte Richtung. Also der US-Dollar-Index ging dann nach unten. Ja, warum ist denn der Euro heute Morgen dann nach oben gelaufen? Ja gut, grundsätzlich kamen heute Morgen positive Einkaufsmanager-Indizes sowohl aus der Eurozone als auch aus einzelnen Euro-Ländern. Einzig die Franzosen haben ein bisschen schlechter abgeschnitten, aber das hat man dann so ein bisschen abgetan. Die liegen ja momentan eh im Wahlkampf und da können wir darüber hinwegsehen. Und apropos Wahlkampf, gestern gab es ja auch noch das Rededuell zwischen den beiden Kontrahenten Macron und Le Pen. Und unterm Strich ging Macron da als Sieger hervor. Und also man geht auch davon aus, dass die Zustimmung für Macron jetzt ein bisschen gestiegen ist. Das hat natürlich auch den Euro unterstützt jetzt heute im Laufe des Tages. Wenn man die Kursentwicklung mal anguckt, hier ist der Stundenchart vom Euro zum US-Dollar, sehen wir auch, dass quasi im letzten Abschnitt hier diesen Zugewinn des Euros zum US-Dollar, wo es dann um 9 Uhr oder kurz vor 9 Uhr entsprechend dann begann und nach oben ging. Wenn man sich aber das Chartbild mal längerfristig anguckt, das ist im Stundenchart ist nicht allzu lange möglich, aber seit der Frankreich-Wahl, der ersten Wahl in Frankreich, also der ersten Entscheidung, wo viele Kandidaten dann entsprechend dabei waren, sehen wir doch so eine gewisse Widerstandsmarkierung im Bereich zwischen 1,094 und 1,095. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da auch noch ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen uns die Zähne daran ausbeißen, also zumindest mal Tage. Man wird warten, was dann nächste Woche passiert, wie dann die Wahl in Frankreich ausgeht und wie dann am Montag letztendlich der Euro darauf reagiert. Schauen wir jetzt zuletzt noch auf das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Das kennt ja seit einigen Tagen nur noch eine Richtung nach oben. Was sind denn hier die Gründe für den Anstieg? Ja, richtig. Also der US-Dollar zum japanischen Yen hat heute ein 6-Wochen-Hoch markiert. Aktuell sind wir, ich gucke jetzt gerade nochmal auf meinen Monitor, bei 112,85. Also wir sind relativ stark gestiegen. Gut, natürlich kann man auf der einen Seite sehen, dass das Risiko selber oder beziehungsweise die Risikoneigung weltweit entsprechend zurückgegangen ist oder das Thema wird einfach nicht mehr so stark gespielt. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit das Thema Nordkorea, was immer wieder aufgeflackert ist. Aber die Nachrichtenlage ist derzeit halt eine andere. Und zum Zweiten ist es auch so, dass in Erwartung steigender Zinsen, jetzt auch gestern noch durch den Zinsentscheid in den USA, man halt eher dann sagt, okay, dann ist der US-Dollar vielleicht doch die bessere Wahl und geht quasi in den US-Dollar rein und aus dem japanischen Yen raus. Momentan wird aus meiner Sicht aber die Luft doch ein bisschen dünn. Wir sehen jetzt hier den längerfristigen Chart und wir sehen auch den Trendkanal. Wir sehen auch, dass wir durch die doch etwas kleineren Widerstandsmarken bei 110 und 112 locker hindurchgelaufen sind. Aktuell liegen wir kurz vor der 113. Der obere Trendkanal liegt etwa bei 113,50 momentan. Und ich gehe davon aus, auch aufgrund von den Indikatoren, die momentan so ein Stück weit auch eine Überhitzung signalisieren oder angehende Überhitzung, dass wir auf dem Niveau nicht mehr so weit steigen können und dass es dann vielleicht auch zu einer Konsolidierung kommen wird in den nächsten Tagen und Wochen. Dankeschön für Ihre Einschätzungen, Frank Wiedemann. Danke auch. Danke, dass auch Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut.